Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Power City. Und wir starten jetzt eine gemütliche, ein bisschen eine schläfrige Session heute. Und wir verbinden uns auf den Server und werden gemeinsam an unserem Häuschen weiterbauen. Ich bin schon ein bisschen schläfrig, muss ich zugeben. Aber das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem gemeinsam einen guten Abend zu haben und hier schön unser Häuschen zu bauen, das ja so langsam Gestalt annimmt. Und bevor wir das machen, checken wir aber nochmal kurz ab, was unsere Kollegen gemacht haben. Gehen wir kurz noch ein Schläfchen machen und dann checken wir mal kurz unsere Kollegen ab, unsere neuen. Wir haben wohl ein paar neue dazu bekommen und ja, da wollen wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich starte mal den Timer, so, weil ich will nicht schon wieder überziehen. So, dann machen wir kurz ein Schläfchen. So. Und dann würde ich sagen, checken wir mal unsere neuen Nachbarn ab. Da hinten brennt wohl gerade einer. Na, alles klar bei euch. Oh. Sind ein paar Kühe weniger geworden. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Wie ich ja schon sagte, dürfen die Kühe durchaus auch verwendet werden. Hier wurde auch ein neuer Baum gepflanzt, aber ich glaube, der bringt hier nichts. Oh, Inventar ist voll. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, wer da alles da ist. Hier haben wir ja auf unserer Wand im Prinzip die ganzen Namen stehen. Hier stehen jetzt aber Golden Let's Play auf Projekt FTB, Gangster, HP Gaming Max. Achso, die sind nicht aktualisiert worden, würde ich jetzt mal einfach mal behaupten. Dann schauen wir doch mal hier, was hier steht. Ingame-Name Flocke 01. Rob Kraft. Kann man hier drüber? Ich glaube ja. Ja, das scheint wohl ein neuer Spieler zu sein. Hat aber wohl noch nicht so viel gebaut. Ich glaube, hier hat er so ein bisschen was am Start. Oder aber das ist noch vom alten Spieler. Hier ist noch so ein bisschen so ein Teich. Okay. Ein bisschen oben drüber, schön. Jo, da bin ich mal gespannt, lasse ich mich mal überraschen, was da noch draus wird. Gehen wir doch mal nach nebenan zum Nachbar. Oh, was ist das denn? Das ist neu. Elektrokabel und Aufgabenbrett. Okay. Cool, ich glaube, es nimmt so langsam Gestalt an, unser Dörfchen. Es werden so ein paar Sachen gebaut. Das ist natürlich sehr cool. Oh, und hier drüben haben wir hier auch schon so ein bisschen ein größeres Gebäude am Start. Das war nochmal wer? Dark Crafter, genau. Okay, sehr schön gemacht hier. Sehr beeindruckendes Gebäude. Und hier sehr abgefahren. Was könnte das sein? Sieht vielleicht so ähnlich aus wie ein Wasserkraftwerk oder so. Sehr nice. Gehen wir vielleicht mal rein. Kann man da oben irgendwie drüber laufen? Das checken wir mal ab. So, dann geht's hier hoch. Oh, nicht runterfallen. Na gut, da hätten wir hochlaufen können. Geil. Sehr nice. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Okay. Ja, sieht sehr geil aus. Ich bin gespannt. Hier, guck mal, da hat er auch diese Bricks genommen. Diese dunklen Bricks. Die sehen echt ganz geil aus, wenn man daraus ein Gebäude macht. Sehr cool, sehr cool. Ja, sieht sehr geil aus. Und dann schauen wir doch mal hier rüber, was sich dort getan hat. Falls sich dort überhaupt schon was getan hat. Hier scheint noch nicht so viel am Start zu sein. Grundstück von Fapfi, aber der ist, glaube ich, auch nicht mehr dabei. So, dann haben wir hier noch ein Gebäude stehen. Aber ich glaube, der Mitspieler ist auch schon nicht mehr da. Oder wurde in der Zwischenzeit ausgetauscht. Ach so, immer noch das Schild da. Besetzt, Grundstück von Max. Ja, aber leider ist der, glaube ich, einfach nicht mehr am Start, oder? Habe mir ein bisschen Kohle geliehen. Aber Zeug ist noch drin. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich fände es schade, aber naja, okay.
Jo, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal da oben. Nochmal bei Blau nach. Ich glaube, da war ich auch noch gar nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, hier wird auch schon ein bisschen was gebaut. Auch wenn noch nicht so ganz zu erkennen ist, was es mal werden soll. Auf jeden Fall ist hier schon mal so ein Holzstapel am Start. Ja, kann man machen. Wer war das denn? Steht da irgendwas? Nö. Okay. Na gut, macht nichts. Unser Nachbar, den lernen wir vielleicht noch kennen. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall sagen, wir bauen hier natürlich bei uns weiter. Und was guckelt denn da so? Wahrscheinlich eine Fackel. Und dann würde ich sagen, müssen wir hier noch gleich ein bisschen was draufsetzen. Hier hat es in der Zwischenzeit geschneit, so wie das aussieht. Da müssen wir hier noch ein bisschen was draufsetzen. Und dann können wir uns langsam auch schon Gedanken machen über. Das finde ich, sieht nicht so gut aus. Gedanken machen über unser Dach. Haben wir denn genügend? Ja, dann machen wir erstmal. Ja, die kleinen Steine haben wir ja jetzt. Wir haben jetzt ja die kleinen Steine. Das heißt, wir können so ein bisschen auch mit denen was bauen. Und ich glaube ja, bevor ich jetzt so richtig loslege, muss ich einmal kurz hier. Okay. Einmal kurz hier. Durchs Feld gehen, mal kurz alles hier an den Start bringen. Kann gar nichts aufnehmen. Vielleicht bringe ich einfach mal die zwei Türen weg. So viele Türen brauche ich nämlich nicht. So, tschüss, tschüss. So viele Basaltkuppen brauche ich auch nicht. Tschüss, tschüss. Schneebälle brauche ich gerade auch keine. Brot haben wir noch eins, ja, deswegen war das gar keine schlechte Idee gerade. Und dann sammeln wir mal das alles schön ein hier. Unsere Kühe haben mit Sicherheit auch wieder Hunger. Ja, bin gleich bei euch. Sekündchen, mal kurz alles anpflanzen. So. Sweet. Ja. Wie gesagt, heute eine etwas schläfrige Ausgabe. Kurz davor ins Bett zu gehen, Freitagabend, anstrengende Woche gehabt. Wie das halt so ist. Aber dürft ihr nicht traurig sein. Es geht auf jeden Fall weiter mit Power City. Und so, liebe Biberkühe, ich wünsche wohl zu speisen und wohl euch lieb zu haben. Sehr gut, macht ihr das. Hattest du schon eine? Ja, alright, okay. Cool. Dann können wir auch gleich hier die Birken mal abholzen. Birkenholz brauchen wir ja ziemlich viel. Und deswegen ist das gar keine schlechte Idee, da einmal durchzugehen. Und gleich neue Birken zu pflanzen. Das müssen wir jetzt mal kurz machen, vor jeder Folge, glaube ich, oder bei jeder Folge. Um einfach uns einen guten Bestand an Essen und an Birkenholz aufzubauen. So. Wunderbar. Machen wir hier schon weiter und dann droppen hoffentlich schon die ersten Säpplinge. So. Ja, die Kühe scheinen sich ja zu freuen, dass ich wieder da bin. Oder dass ich jemals zu Futter mitgebracht habe. Oder dass die einfach mal wieder poppen konnten. Kann natürlich auch sein. So, jawohl, und die ersten Saplinge droppen bereits. Da kann ich dann auch gleich mal die wieder hinmachen. Neu pflanzen. So, da hinten sind auch noch mal zwei Träumchen. So, waren das nicht vier? Ja. Wunderbar. Würde gerne noch mehr pflanzen. Ich hoffe, es droppen auch noch mehr Saplinge. Solange machen wir uns mal Brot mit dem restlichen Weizen, den wir haben. Da brauchen wir nämlich auch dringend wieder. So, wie ging denn das?
Mist, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ach so, ja, sag's doch gleich, alles klar. So. Wunderbar, 12 Brot. Das ist gut, da können wir dann gut was mit anfangen. Den Rest packen wir in unsere Kiste. Ja. Genau, packen wir dann hier rein. Wunderbar. Was brauchen wir außerdem noch nicht? Erde. So viel Erde brauchen wir nicht, weil ein halber Stack reicht erstmal. So, Zaun haben wir da. Säpplinge können wir hier reinpacken. Wunderbar. So, haben wir eigentlich noch was? Ja, genau. Wir haben hier noch Cleanstone. Da haben wir auch Cleanstone. Genau, da wollten wir nämlich was testen. Und zwar, bing! Und zwar, ob wir vielleicht aus diesem Material unseren Boden machen. Schauen wir mal, wie der aussieht, so im Kontrast dazu. Vielleicht fast ein bisschen grau, hm? Ich weiß es nicht. Dann müsste ich aber auf jeden Fall den hier rausholen und den hier reinbauen und dann hier so den gesamten Weg damit bauen. Also wirklich von hier hinten an. Haben wir keine mehr. Machen wir uns schnell eine. Wir wollen nämlich keine Zeit verschwenden. Oh, mit Essen müsste ich auch mal wieder was. Ich kann schon nicht mehr rennen. Ja. Wunderbar. Dann machen wir uns gleich noch eine Schaufel. Oder auch zwei vielleicht sogar schon. Haben wir kein Eisen mehr? Wo ist unser Eisen hin? Okay, Silver Ingot, Bronze, Ferrus. Okay, unser Eisen ist weg. Ich glaube, hier fehlen sowieso ein paar Dinge. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich noch Eisen hatte, oder nicht? Pflastersteine haben wir noch da. Tja. Bin ein bisschen verwirrt. Aber gut, so ist das halt. Vielleicht liegt es auch an der Müdigkeit, ich weiß es nicht. Wir beobachten mal die Situation. Und wie sich das hier alles so entwickelt. So, dann schauen wir doch mal, wie wir den Weg jetzt hier gestalten. Also einen Weg könnten wir hier auf jeden Fall mal lang machen. Oh, wir müssen dringend dann Pflastersteine backen, braten. Sonst wird das nämlich nichts. Die können wir rausnehmen. Dann packen wir die mal da rein. Kohle haben wir noch. Jawohl, dann packen wir da auch noch welchen rein. Bam, bam, bam. Müssen wir nämlich ordentlich Pflastersteine backen, sonst wird das nämlich nichts. So. 1, 2, 3, 4, 5 waren das sogar. So. Wenn wir tatsächlich hier alles dann mit diesen Steinen machen wollen. Und ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das kann man schon machen. Ist ein bisschen dunkler wie unser Marmor hier. Und ja, ist eigentlich ganz angenehm. Ansonsten, naja, haben wir es halt umsonst gemacht, aber das ist schon in Ordnung. So, jetzt können wir uns überlegen, wie wir hier den Weg gestalten wollen. Hier geht es so rüber. Wir könnten natürlich hier so eine Art Platz machen. Den man bis hier hin macht vielleicht. Und dann können wir hier... Ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. So eine Art Versammlungsplatz oder so. Und dann stellen wir da noch eine schöne Bank hin und ein paar Blumenkästen. Das
das muss ja auch schon ein bisschen heimelig und einladend sein. Und das ist dann schon in Ordnung. So. Wunderbar, hier kommt ein bisschen Erde rein. Jawohl. Ja, doch, ich glaube, das könnte was werden. Da müssen wir hier auch noch dann mal für einen ordentlichen Boden sorgen. Vielleicht nehmen wir für die Werkstatt einen ganz normalen Holzboden, weil das braucht ja nicht so ein super Schnieke-Boden sein. Was wollte ich holen? Genau, ich wollte schon mal hier diese Steine holen. Das ist das Gute, wenn man so viele Sachen gleichzeitig beraten kann. Genau. So, schaut euch das an. Haben wir gleich mal 44. Da kann man gleich mal ein bisschen was machen. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Da können wir uns dann auch überlegen, ob wir da was für eine Art von Laterne wir hier bauen werden. Weil macht natürlich jetzt nicht so viel Sinn, wenn wir hier so einen schönen Weg haben, dass wir dann hier einfach so eine Fackel mitten in den Weg stellen. Na, also wir sind ja eigentlich dann zivilisatorisch schon ein bisschen aufgestiegen, wenn wir uns so tolle Böden machen können. So, so. So. So, so. So, reichen die? 4, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 25 bräuchten wir dann. 5 mal 5 sind 25, oder? Das heißt, bei 16 reicht das gerade mal für ein bisschen mehr wie für die Hälfte. Naja, nicht ganz schlimm. Fehlen noch 2 Stück. Wie sieht das aus? Kann man machen. Dann kommen hier noch ein paar Blumen hin. Hier kann man vielleicht auch noch so ein bisschen Geländer oder so machen. Ja. Das ist schön. Das kann man machen. Haben wir doch schon mal ein bisschen was gemacht. Dann haben wir zwar in dieser Folge so ein bisschen uns eher so um den Weg und so gekümmert, aber ich finde, kann man auch mal machen. Wir haben ja Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass wir morgen damit aufhören müssten. So, wunderbar. Stopp, müssen wir noch erstmal einen Start bringen. Wunderbar. Ja, 28. Das ging jetzt aber flott mit dem Backen. So, ja. Im Prinzip bräuchten wir auch noch irgendwie einen Weg zu unseren Kühen. Jetzt ist es aber so, dass unsere Kühe nicht unbedingt so einen ganz tollen Weg brauchen. Das hier gehört so eigentlich nicht. Da könnte ganz normal Wiese hin. Oder wir machen da drüber einen anderen Stein hin. Und zwar haben wir ja auch, glaube ich, noch Schotter. Haben wir noch Schotter? Seht ihr Schotter? Hier, Kies. Kies sieht mir bei dem Texture Pack ehrlich gesagt zu braun aus. Sandstein wäre natürlich auch ganz nice. Oder einfach ganz normalen Kobbel. So als Kontrast, dass man so ein bisschen eine andere Gewichtung hat, was die Wege angeht. Das testen wir hier mal. So, dann bitte einmal Kobbel. Ja. Ja. Kann man schon machen, ist nicht so schlecht. Dann könnten wir hier vielleicht auch nochmal sowas machen.
Na? Eine Blume. Doch, kann man machen. Kann man ganz gut machen. Das läuft so. Ist vielleicht ein bisschen zu gerade alles. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man ja, wenn man das so ein bisschen so macht, wie wir das machen. Und guck mal, wie geil das aussieht. Sehr nice. Ich glaube, das machen wir ganz gut so. Ja. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwo ein paar Blumen haben. Ich glaube nämlich, dass wir irgendwo tatsächlich Blumen haben. Dann können wir das wieder wegpacken. Den Stein auch. Wenn wir Blümchen haben, dann hier. So, eine Rose sehe ich. Eine Rose und eine Blume haben wir. Ist jetzt nicht so üppig. Eichensetzlinge, Zuckerrohr. Haben wir hier oben noch ein bisschen? Jo, jo. Meine Bienen sind weg. Ich hab meine Bienen geklaut, Leute. Mein Eisen ist weg und meine Bienen sind weg. Achso, hier steht was. MFG, Golden LP und Marmor. Ah, hier, da stehen doch Sachen. Habe mir genommen, bekommt deine Biene auch bald. Habe mir Bienen genommen, kriegst Tutorial, LG Darky. Na also gut, solange ich ja hier am Start bin und hier noch mein Häuschen baue, sollen die Jungs ruhig meine Sachen nehmen. Da gibt es wirklich Schlimmeres. So, dann haben wir jetzt hier so ein bisschen Weg am Start und dann würde ich mal sagen, zaubern wir uns hier vielleicht ein paar Blumenkästen. Und zwar machen wir das wie? Das hatte ich doch mal wie wo gesehen. Und zwar richtig schön. Nee, talken wollen wir nicht. Wir packen dann ein bisschen Erde hin. Ah ja, wir haben ja jetzt ja auch die Möglichkeit mit diesen dünnen Slices ganz nice, kann man auch sowas sägen? Nö. Ja! Wie abgefahren. Okay. Ich teste jetzt mal was. So, kann man das nochmal? Yeah. Kann man das nochmal? Okay. So, das wären 8. Und dann... Genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Dann können wir uns hier nämlich schöne Blumenkästen machen. Aber ich würde ja fast sagen, ich mache das eher aus dunklem Holz. Das ist zwar eine nice Idee mit denen. Das haben wir jetzt gut getestet. Aber ich glaube, ich will eher das mit dunklem Holz machen. Das ist echt so cool. Okay, weiter. Dann nochmal. Dann haben wir hiervon auch 8. Okay, dann gucken wir mal, wie das mit... mit dunklem Holz aussieht, weil ich glaube, es ist ein bisschen nicer. No. Plöpp. 1, 2. Und guck mal, wie perfekt das gereicht hat. Echt sehr geil. Ja gut, sieht nicht so schlecht aus, oder? Kann man machen. Ist ganz nice. Jetzt testen wir noch was. Verbindet sich das, wenn man das da hinstellt? Okay, kann man nicht mehr hinstellen. Das heißt, da ist dann tatsächlich blockiert. Und das ist so, als ob... Ah, okay, ich verstehe, wie das funktioniert. Okay. Ja gut, aber das ist ja in Ordnung. Dann können wir hier nämlich jetzt mal 2 Blümchen reinpacken. Machen wir hier mal eine gelbe. Und da eine rote. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwo eine andere Blume. Oh, hinten habe ich noch Blumen gesehen. Da sind noch rosa, ne? Sehr gut. Da war nochmal eine gelbe. Danke. So, dann nehmen wir nämlich die rosa eine Blume. Dann haben wir es nämlich schön bunt bei uns. Wunderbar. Jo, das ist doch ganz nice so. Wirkt jetzt noch ein bisschen kühl, weil unser Haus noch nicht so richtig dekoriert ist und auch kein Dach hat. Aber das wird schon ganz nice.
auch das Ding bekommt ja noch ein Dach. Und er sitzt mir so ein bisschen zu pep auf, aber wir brauchen ja gerade das Holz. So, dann haben wir noch eine Minute zum Aufnehmen. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Wir haben echt ein bisschen uns ein bisschen, naja, wir haben ein bisschen was hinbekommen, aber haben uns wirklich auch Zeit beigelassen. Weil heute war so ein bisschen eine schläfrige Ausgabe. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben eine neue Aufgabe am Start, eine neue Aufnahme am Start und ihr habt was Tolles anzuschauen. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wieder mal eine weitere Folge von Power City. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wir nehmen nochmal schnell die Zeppelinge mit, gerne auch abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Ausgabe Power City. Bis dann, macht's gut. Ciao.